Time for the Challenge. Herzlich willkommen zurück bei Oriental Night. Wie ihr wisst, liebe Freunde, gibt es natürlich jetzt das Quiz. Das gilt auch für Ivica Olic. Deshalb spiele ich gegen dich kein Fußball. Weil ich weiß, ich würde mir ein paar Tore einfangen. Wahrscheinlich würde er mir nur tunneln und das ist das Schlimmste beim Fußball. Hier ist eine Karte für dich, eine für mich. Kannst du gerne eine ziehen. So, jetzt hast du die Fragen für mich. Ich habe deine Fragen. Wir spielen einmal Schnick, Schnack, Schnuck, damit wir gucken, wer anfängt. Schnick, Schnack, Schnuck. So, also, gut. Ich darf zuerst stellen. Das heißt, ich stelle dir gleich die Fragen. Ich habe deine. Wir haben gleich 90 Sekunden Zeit. Du kannst die Karte als erstes zur Seite legen. Weil ich stelle die dir am Stück, also alle hintereinander. Ach so. Genau. Okay. Gleich läuft die Zeit 90 Sekunden runter. Und wenn du, der die meisten Fragen richtig beantwortet, hat gewonnen. Okay. Okay? Okay, ab dem Moment, wo die Zeit losgeht, legen wir los. Wie viele Ecken hat ein Bienenwabe? Eine Bienenwabe, wo die Bienen drin sind. Zum, zum, zum. Wie viele Ecken? Acht. Fast. Was verbarg sich hinter dem Manhattan-Projekt? Was ist das? Weiter? Sag einfach weiter, wenn du es nicht willst. Ich wüsste es auch nicht. Wie heißt die schnellste Gangart beim Pferd? Kennst du? Pferderennen? Galopp kenne ich. Aber ja, ist richtig. Ich nehme es einfach an. Galopp. Welches ist das bekannteste Produkt der Firma Haribo? Gummibärchen. Sehr gut. Du hast Kinder, man merkt das. Wie gewonnen so? Punkt, Punkt, Punkt. Deutsches Sprichwort. Kennst du das? Wie gewonnen so? Nein? Right. Macht nichts. Welche Nuss ist eine Zutat in der Nuss-Nougat-Creme Nutella? Was für eine Nuss ist das? Nutella. Ich weiß. Weiß. Ich weiß auf Kroatisch. Ich sag weiß mal. Lešnja. Richtig. Sehr gut. Wie bezeichnet man einen Sprung mit gespreizten Beinen beim Geräteturnen? Alter, was für Fragen sind denn das, ey? In welchem deutschen Bundesland liegt der Spreewald? Weit. Du hast da gespielt? Niedersachsen. Nein, nein, in Spreewald. Du hast gespielt. Deine erste Mannschaft? Brandenburg. Berlin. Also, das war so ein Hinweis für dich. In welchem Meer liegt die Halbinsel Krim? Das ist ja, zwischen Ukraine und Russland. Welches Wasser ist da? Das ist das Schwarze Meer. Jawohl! Ja. Gebe ich dir auch noch als Punkt. So, guck mal. Galopp ist richtig, Gummibärchen ist richtig, Haselnuss war richtig. Sehr gut. Sehr gut. Brandenburg und Schwarze Meer. 1, 2, 3, 4. 4 richtige. Glaub mir, ich bin nicht besser als du. Vertrau mir. Doch. Nein, vertrau mir. So. Okay, kannst du, wenn du willst, leg los. Ja, ja. Du kannst okay. Wie heißt die Hauptstadt des Königreichs Saudi-Arabien? Riyadh. Richtig. Was ist eine schwarze Witwe? Ich glaube, eine Spinne. Genau. Welche Autohersteller nennt ein Modell Fiesta? Ford. Genau. Welches Tier ist Winnie the Pooh? Ein Bär. Winnie the Pooh mit dem Honig. In welcher Himmelsrichtung findet man den Polarstern? Norden. Boah. Hattest du die Frage vorgelesen schon? In welchem Land fand die Fußball-EM 2006 statt? 2016. 2016? In welchem Land fand die Fußball-EM 2016? Dann Portugal? Nee, ne? Nee. Portugal ist Frankreich. Wie bezeichnet man die Ergebnisse einer Reproduktion? Weiter. Wie viele Spieltage hat die erste Fußball-Bundesliga? Also nicht türkisch. 17, 34. Genau. Nicht die türkische, dann wären es nämlich 36. Was ist eine Shisha? Oh. Eine Wasserpfeife. Yeah. Hey. Ich habe Glück bei den Fragen heute. Stille Wasser sind tief. Das weiß ich auch. In welchem Land gehört die Insel Madeira? Portugal. Genau. Wer kommt aus Madeira? Cristiano Ronaldo. So sieht es aus. Wer spielt in dem Film? Okay, du hast gewonnen. Entschuldigung, Ivica. Ich hoffe, dass ich kriege die da. Guck mal. Nee, ja, damit. Wo ist er die da? Aber du musst in die Kamera drehen, damit die Kamera das auch mal sieht. Ja, 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 ja. Und? Fünf und eine Auswahl. Du musst zwei trinken. Tut mir leid. Cocktail. Ja, quasi Cocktail. Fünf. Die fünf und irgendetwas. Die sieht besser aus.
Prost. Wie, Prost. Kroatisch sagt man... Živili. Živili? Živili. Živili. War nicht schlecht. Ich glaube, du hattest Glück, ey. Da war nichts drin. Da war nichts drin, ne? Ja, gut. Nur Apfelsaft ist okay. Ach, komm. Mit Pfeffer. Ja, Apfelsaft, nicht Pfeffer. Das geht noch durch.